Die Verrohung der Gewalt in unserer Gesellschaft ist mittlerweile auf dem Höchstpunkt angekommen. Hoffe ich zumindest, dass der Höchstpunkt ist und nicht getoppt wird. So sehen wir nämlich jetzt diese Situation aus Dortmund kommend. Ein Obdachloser stirbt nach einem Streit mit Jugendlichen. 13-Jähriger soll ihn erstochen haben. Und dass es sich hier um eine absolut unfassbare Tat handelt, geht so noch nicht mal aus diesem, ich sag mal, sehr verweichlichten Titel, den die Welt für diesen Artikel gewählt hat, raus. Wir gucken uns diesen Fall ganz genau an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, jetzt für einen abokritischen Content. Ihr merkt das, ich bin durch den Wind bei diesen Themen. Gebärbockt, verzeiht es mir. Lass gerne ein Abo da, Punkt. Wir wissen das. Die Hemmschwelle von früher existiert nicht mehr und vor allem nicht mehr bei diesen Jugendlichen, wie man immer wieder häufiger mitbekommt, sind diese Situationen so am Eskalieren und so in ihrer Häufigkeit am Steigen, dass wir mit Messerkriminalität einfach so viel mittlerweile haben, wie noch nie zuvor. Denn wenn man sich das Ganze anguckt, haben wir das sogar mittlerweile alle zweimal pro Tag statistisch gesehen. Das können wir nämlich hier nochmal beispielsweise sehen. Mehr als 2 Angriffe pro Tag. Zahl der Messerattacken an deutschen Bahnhöfen steigt rasant, wie es hier heißt. Und nochmal, statistisch gesehen 365 Tage im Jahr mal 2 und wir haben pro Tag mehr als 2 von diesen Taten. Und das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was das auch für unser Sicherheitsbedürfnis bedeutet. Und alleine im Jahr 2020 gab es bereits 20.000 solcher Attacken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es vergeht offensichtlich, ja, kann ja auch gar nicht mehr, statistisch kein Tag mehr, wo eben mal nichts passiert und mal in Ruhe gelassen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, das gibt es nicht mehr. Aber das Ganze geht ja hier dann um diesen folgenden Fall, den wir, wie gesagt, bei der Welt zum Beispiel sehen. Am Donnerstagabend ist ein 31-jähriger obdachloser Mann am Dortmunder Hafen offenbar mit 4 Minderjährigen in einen Streit geraten, der tödlich endete. Die Jugendlichen wurden nach kurzer Flucht festgenommen. Ein 13-Jähriger soll den Mann erstochen haben. Und wir wissen alle, was es bedeutet, wenn dieser Kandidat nur 13 und nicht 14 Jahre alt ist. Mit 14 wäre er bedingt strafmündig, mit 13 ist er es nicht. Das heißt, es wird nichts passieren. Es wird nichts folgen. So wie wir die schändliche Tat von 2 Mädchen, die ein anderes Mädchen dem Zeitlichen gesegnet haben, vor einem Jahr bereits. Das ist, alleine für die Hinterbliebenen muss das so unglaublich unfassbar sein. Und ich habe ja jetzt schon häufiger über solche Situationen gesprochen. Wir sehen ja, dass diese Hemmschwelle nicht mehr existent ist und dass das Alter von diesen Tätern rapide gefallen ist in den letzten paar Jahren alleine, sodass man definitiv über die Altersgrenze, wann eine bedingte Straffähigkeit vorhanden ist bei den Jugendlichen, sollte definitiv darüber diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob sie auf 11, 12 oder vielleicht sogar 10 gesetzt werden muss, aber sie muss definitiv runtergesetzt werden, meiner persönlichen Meinung nach. Und zugleich ist ja auch immer wieder das Krasse, dass solche Fälle hier mittlerweile dokumentiert werden. Aber nicht von Überwachungskameras, irgendjemand, der sich hinterm Busch versteckt hat und hat da eine Aufnahme gemacht, hatte Angst, dass er ebenfalls hier noch verletzt wird und hat sich deswegen nicht gezeigt. Nein, die Täter filmen die Taten selbst und brüsten sich damit und präsentieren es in verschiedenen Gruppen, bei Social-Media-Kanälen und glauben damit dann der Stärkste und der Tollste auf dem Schulhof oder auch sonst wo zu sein. Das ist die Realität, denn ein 13-jähriger Junge soll den Mann getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll. Und wisst ihr, Leute, man muss doch eine Hemmschwelle haben, ein ultrascharfes Messer zu nehmen und jemand anderem in den Körper zu stecken. Also da sträubt sich bei mir jedes Nackenhaar, alleine bei dieser grausamen Vorstellung, so etwas zu tun. Das ist absolut unglaublich. Aber nein, wer jetzt behauptet, das ist ein Einzelfall. Ja, natürlich, das wissen wir alle. Nur, dass diese Einzelfälle, wie wir ja gerade eben gesehen haben, 20.000 dieser Einzelfälle gab es 2020. Nur in einem Jahr rund 20.000 Attacken mit fast 100 Verstorbenen. Muss man sich mal einfach nur Gedanken darüber machen. Aber worauf will ich hinaus? Darmstadt, zum Beispiel im November letzten Jahres.
Obdachloser nach brutalem Überfall gestorben. 15-Jähriger in U-Haft. Und das musst du dir mal vorstellen. Das sind keine Besonderheiten mehr. Und gerade bei der Situation um nämlich Obdachlose habe ich das Gefühl, dass die, ja, Wertschätzung ist das falsche Wort, aber dass der Respekt vor eben diesen noch weniger vorhanden ist als früher schon. Dass man das machen kann, so kommt es mir vor. Weil es in der Häufigkeit viel, viel schlimmer, viel häufiger halt geworden ist, als noch vor Jahren. Oder nehme nur ich das so wahr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare rein. Und hier auf den Fall in Darmstadt nochmal einzugehen. Da soll das ja ein 15-Jähriger gemacht haben, mit seinem Bruder soll er das Opfer vorher beraubt haben. 57-Jähriger, der in der Nacht zum Mittwoch im Darsteller Luisenplatz attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilt die Polizei am Freitag mit. 15-Jähriger alter Jugendlicher wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, den obdachlosen Mann geschlagen und getreten und ihm damit die letztlichen tödlichen Verletzungen beigebracht zu haben, wie es ja heißt. Zuvor soll er gemeinsam mit seinem Bruder, 18 Jahre alt, in einer Wartehalle die Geldbörse gestohlen haben. Was will man dazu noch sagen? Es muss hier endlich durchgegriffen werden. Und nicht mit psychiatrischer Einweisung oder Ähnliches. Natürlich haben die irgendwelche Probleme im Oberstübchen, aber das ist doch nicht die Lösung für eine Bestrafung und für eine Abschreckung. Aber auch noch dazu aus dem Oktober letzten Jahres. Es sind keine Einzelfälle. Drei Jugendliche sollen einen Obdachlosen erstochen und ihre abscheuliche Tat gefilmt haben. In Horn-Bad Meinberg. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sind da verdächtigt, einen Obdachlosen 47 erstochen und die Tat gefilmt zu haben. Eine Passantin hatte den Toten am Donnerstag auf einer Wiese entdeckt. Und da wird dann sehr respektvoll natürlich, wie man das kennt, die Leiche auch einfach nur liegen gelassen. Leute, das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Wo leben wir denn hier mittlerweile? Wir leben hier mittlerweile wirklich in einem so gefährlichen Land, habe ich persönlich das Gefühl, dass es mir tagtäglich wirklich Angst bereitet, weil es jeden Tag schlimmer wird, habe ich einfach das Gefühl. Und das Interessante ist auch, wenn ich dann recherchiere und gucke, bezüglich der Situation in Darmstadt. Wie ist denn da die aktuelle Lage? 15-Jähriger soll das getan haben. Ne? Im Zweifel für den Angeklagten und bis seine Schuld bewiesen ist, gilt der Junge als unschuldig. Ich finde keine aktuellen Informationen darüber. Nichts. Habe ich nichts gefunden. Das ist der aktuelle Artikel hier vom November 23. Oder auch die Situation in Horn-Bad Meinberg. Über die drei Jugendlichen, den 14 und die zwei 15-Jährigen. Keine neueren Informationen. Man bekommt natürlich auch nichts über die jeweiligen Täter, Hintergründe oder auch sonst was bekannt. Manche Zeitung veröffentlicht etwas, bei der anderen sieht man es nicht, etc. pp. Immer und jedes Mal das gleiche Bild. Schreibt jetzt eure Meinung unten rein. Wie soll das Ganze weitergehen und enden? Abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.